Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zur nächsten Vorfreude-Tour. Ich habe hier für euch wieder ein paar kleine Leckerlis vorbereitet. Wir haben hier auf jeden Fall eine wunderschöne Bengalfackel von JGWB. Ja, die pinke Variante ist Typ A, Sternfackel Typ A. Wir haben hier die China-Böller B von Katan. Dazu noch die D-Variante von Katan. Päckchen D von Komet. Die verdächtige Knallkette, die ist bei mir immer dabei. Dann haben wir von Geisha bzw. Rupro die Aftershock-Box. Von Pyroland die Single-Belts. Dann haben wir noch Thunderlords, da werde ich zwei Stück mal mitnehmen. Dann machen wir weiter hier noch mit Reibkopfknaller von Beko. F1 Bengalo in Lila. Die Mikro 16. Dann haben wir von Klasek noch den Permont. Zu guter Letzt haben wir dann noch die X-Show, auch eine Neuheit. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus zur Zündung und viel Spaß mit der Vorfreude-Tour. Was ist das? Ein Rumsebums. Das war zu viel für der Kamera. So Freunde, wir starten mit der zweiten Vorfreude-Tour. Wie auch schon bei der ersten, fangen wir, denke ich, mal an mit dem Kleinkram an. Das wird in dem Fall die Kette und die Reiber sein und danach machen wir mal die drei verschiedenen D-Böller bzw. die Hammer-B-Böller. Das war ja auch eine Neuheit vom letzten Jahr. Jetzt schauen wir uns die mal an. Also, bis gleich. Ja, eine Kette. Eine Kette. Nein. So, wir fangen an mit den B-Böllern. Wie gesagt, war eine Neuheit letztes Jahr. Und wir haben eine NDM-Angabe von, jetzt muss ich selber mal schauen, 1,5 Gramm. Verarbeitungstechnisch finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir uns mal an, was der Knall sagt. Oh. Also der Knall ist eigentlich für 1,5 Gramm sehr gut. Schnipseln jetzt nicht ganz so doll wie die B von Funke, aber dafür ist der Knall in Ordnung. Ja, der war eher nicht so. Der war ein bisschen basslastig. Und der letzte. Und der war wohl noch besser. So, wir machen weiter mit der altbekannten bewährten Knallkette. Ich habe ja davon mal sehr viele gekauft. Die müssen mal weg. Ja. Davon gibt es übrigens auch zwei Varianten, was ich lustig finde. Wir haben jetzt hier diese Variante mit der Anzündschnur. Die ist ein bisschen besser als wie die ohne. Es gibt noch welche ohne Anzündverdeckung, sag ich jetzt mal. Ja, kurzes, aber gutes Vergnügen. So, dann machen wir weiter mit den Reibkopfknallern, die schon etwas älter, mit dem PowerTech oben von Beko. Sehen so aus. Also lila, haben einen guten Reibkopf, muss man sagen. Und ja, würde ich sagen, wir haben hier glaube ich auch eine Reibefläche, da machen wir mal 5 Stück. Bei Reiber soll man ja reiben, ne? Ach wirklich? Ja, wirklich. Also das Gute an der Verpackung ist, die haben halt hinten nochmal zum Aufreißen. Das wissen die meisten eigentlich nicht, wenn sie eine Uhr draußen stehen. Aber wir wissen es ja, denke ich mal. Und dann haben wir hier noch eine kleine Reibefläche. Ui, toll. So, wie viel Gramm NEM haben wir denn hier überhaupt? Jetzt muss ich schauen wieder. 0,65 Gramm. Das wieder bleibt der Reibkopf abgefallen. Gut, nächster Versuch. Okay, die Reibefläche ist Müll, wir zünden doch mit dem Brenner. Halt, bring doch noch ein Tier. Wir können die Herren so rum. Weg damit. Ich dachte, da kommt ja auch nichts mehr. Naja, für 0,6 Gramm. Naja.
würde es jetzt vergleichen wie einen schlechten Cracker. Dafür ist der Reiber eigentlich ganz gut. Also, wenn er nicht abbricht. Das war eher ein Forz. Ich glaube, der letzte ist ausgegangen. Dann nehmen wir mal noch einen. So, der letzte von den Reibern. So, jetzt aber der letzte. Ja, also für 0,65 Gramm eigentlich okay, wenn man bedenkt, was da drin ist. Aber für 2 Euro für 20 Stück, naja. Wenn man auf Reiber steht, okay, ansonsten würde ich es jetzt nicht unbedingt holen. Jetzt kommt die Idee von Komet. Habe ich ganz vergessen zu zeigen. Oh, der war gut. Das ist übrigens auch die aktuelle Charge von 2019-2020. Das ist übrigens das Paket aus dem Schinken, also nicht aus dem Familiensortiment. Ja, der Wind. Ich muss sagen, für rote Pestböller doch ganz gut eigentlich. So, dann haben wir hier noch die 2020er Variante von den Hirten, Knallern, Crackern, nee, von Katan, so rum. Verarbeitungstechnisch auch sehr gut, vorne zu gedreht und gekremmt, ja, zugestopft und hinten zugestopft. Dann schauen wir uns die mal an. Ein Knallerchen hat 3,6 Gramm. So. Natürlich besser wie Komet, würde ich sagen. Ja. Also die sind besser wie die Komet auf jeden Fall und da kostet der Schinken aber 40 Euro. Ja. Sehr gut. Wobei man ja gesagt hat, dass die eigentlich schlecht sein sollten. Ja, okay, da war jetzt Verpuffer, aber dafür hab's Konfetti. Also trotzdem eigentlich ganz gut. So, dann war's das mit den Knallern, dann machen wir noch die Bombenrohre. Da fällt mir gerade ein, wir hatten noch eine Neuheit, den Thunderlord, also diese Crackling Ball Ersatzteile. Und da würde ich sagen, machen wir einen im Hellen, einen im Dunkeln. Jetzt dieser neue Crackling-Ball. Ui, also der war ganz schön hochgeschossen, habe ich nicht gehört. Ja. Der Kollege hat mir gerade noch etwas zugeschustert. Das ist jetzt die von Leslie, die Big Whoopers. Sind da jetzt echt ein Auto? Müssen wir kurz warten, aber dann geht's weiter mit den Whoopers. So, wir machen mal noch einen so einen Topf. Ich habe es, glaube ich, gar nicht drauf gehabt. Ich packe die Kamera mal ein bisschen höher. Ganz cool. Ich würde jetzt sagen, fast genauso wie sein Crackling-Ball. Schauen wir mal den Vergleich an. Also da muss ich sagen, war der Topf gerade besser. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob der Crackling-Ball jetzt einfach schlechter ist. Ich habe die besser in Erinnerung. Ja, gut. Dann machen wir weiter mit den Bombenrohren. Bis gleich. Habe ich gar nicht drauf gekriegt, aber der war ziemlich laut. Ich würde sogar sagen, die sind besser wie die Flashbangs aus dem Lidl. Die sind sehr gut. Die sind F2? Ja, die sind F2. Ich muss sagen, mit der einer der lautesten Bombenrohre. Ab und zu ist mal noch ein roter Stern dabei. Ah, da sind noch rote Sterne dabei. Das ist nicht gedacht.
tief. Und der letzte. Teuer waren sie jetzt auch nicht. Also unter 2,50. Also so, ich denke mal 2,50 werden sie gekostet haben, so um den Dreh. So Freunde, wir machen weiter hier im Dunkeln mit der zweiten Vorfreude-Tour. Wir fangen ja an mit den Thunder Kong Thunderlord. Boah, ganz gut die Teile. Dafür, dass es eine Neuheit ist, also sowas wie Art Cracking Ball ohne Plastik, würde ich sagen, war das ganz gut. So, dann haben wir hier den Bengalos in Violett. Den drücken wir hier die Frau in Hand. Gerne. So. Was ist das? Okay. So. Was soll ich machen? Na, einfach nicht halten. Darf man vom Auto weggehen? So. Also, ja, ein Stück kannst du noch kommen. Na, ja, da ist nicht. Ich gehe ein bisschen weiter weg, du kannst stehen bleiben. Ich habe nämlich den Fokus falsch eingestellt. Also ist jetzt ein F1 Bengalo, der sich gleich in Gold verwandeln soll. Gibt es normalerweise ein 5er Set für, boah, weiß ich auch nicht, 4,99. Hi. Boah, kann noch ganz schön lange eigentlich. Hm. Für F1. Ja. Oh. Das war's. Schauen wir mal, was das Auto noch zu bieten hat hier. So, dann haben wir hier die JGWB, die Sternfackel Typ A. Ist halt als Fackel deklariert. Die brennt nur halt ab und zu an der Seite mit raus. Aber trotzdem sehr schön. Perfekt. Ja, also ich würde es eher so als Anzündlicht benutzen. Aber trotzdem sehr schön. Ein paar Titanpunkte. Naja, es hat zwei. Aber ja, für die Kleinen, das Problem bei der ist halt nur, die brennt ziemlich tief runter. Also wenn da ein Kind das mal anfassen würde, dann ist das nicht so berauschend. Also ich muss das mal ran hier. Wind ist ein bisschen scheiße heute. Ja, aber ich muss sagen, brennt auch nicht gut. 90 Sekunden? Das ist angeblich nur mit 60. Oder waren es 90? Ich weiß es nicht. So, vorbei. Ja, ich finde, das ist ein schöner Artikel. Kommt halt was an, was man damit vorhat. Das Auto sagt, wir machen den Checker Quacker in... Nee, andersrum, die Single Bells in Checker Cracker. Oh, schönes Ding. So, das Auto hat noch zu bieten eine Mikro 16 von Pyroweb. Was war's? Mikro war. Das war ein schönes Finale. Wir machen weiter mit einer Neuheit und zwar die X-Show von Klasik. X-Show von Klasik.
links. So, jetzt kommen wir zur letzten Batterie, das Finale, und zwar die Permont. So, schauen wir mal, was die so kann. Da ist immer zwischenzeitlich umgekippt, ne? Komm. Ist das sicher? Ja, hab ich ja. Stand ja neben zwei Batterien. Ja, Freunde, ich hoffe, die zweite Tour hat euch gefallen. Macht's gut, bis zur nächsten.